Ich weiß, wer ich bin. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an alles. Dass du dich an alles erinnerst, heißt nicht, dass du auch alles weißt. Erzähl es mir. Wir wurden gerade gehackt. Könnte schlimmer sein als bei Snowden. Die Gesichtserkennung meldet einen Treffer. Oh mein Gott, das ist Jason Bourne. Warum taucht er jetzt wieder auf? Vor dem griechischen Parlamentsgebäude ist eine Demonstration. Sie haben dich aufgespürt. Wir müssen weg. Jason Bourne leidet noch immer unter den Folgen einer Amnesie und stößt bei der Suche nach seiner Identität auf eine schreckliche Vergangenheit als Konsequenz einer extrem patriotischen Herkunft und Ausbildung. Ein Verdächtiger, auf den Bournes Beschreibung passt, hat ein Polizeimotorrad gestohlen. Matt Damon passt eigentlich so gar nicht ins Klischee des Actioners, aber er hat mit seinem Bourne einen inzwischen exzellent etablierten Kinohelden geschaffen. Parsons ist an der Athena-Statue. Verstanden. Regisseur Greengrass liefert wieder ein hochgetriebenes Actionfeuerwerk, das sich aber im Unterschied zu anderen Filmen dieses Genres spürbar nah an unserer seit dem ersten Bourne augenfällig veränderten Wirklichkeit bewegt. Kontakt zu Team Bravo abgebrochen. Team Alpha, sofort Bericht. Was geht da vor, Heather? Das Team Alpha antwortet nicht. Bravo? Auch nicht. Sie haben beide Teams verloren und keine Kontrolle über die Operation. Geben Sie es in grünes Licht. Sir, könnte ich mehr Zeit bekommen? Wir haben keine Zeit. Wollen Sie jetzt den Befehl geben oder nicht? Sir, bitte. Sie sind zu naiv, um die Wahrheit zu erkennen. Kein Mensch kann Bourne zurückholen. Hier hilft bloß, ihn auszuschalten. Offensichtlich kriegen sie nicht hin, was getan werden muss. Ich übernehme die Kontrolle über die Operation. It's been a defining role. Das ist eine Rolle, die mein Leben und meine Karriere definiert. Sie ermöglicht mir auch andere Rollen mit völliger Hingabe zu wählen, weil ich ganz in der Nähe immer die Sicherheit der Bourne-Filme habe. So kann ich meine Rollen ohne diese Erwägung aussuchen, die Schauspieler bisweilen machen müssen. Wie wird das Einspielergebnis? Wird der Film sein Publikum finden? All dieses Zeug. Ich bin unglaublich dankbar, dass man mir vor 16 Jahren diesen Part angeboten hat. Deshalb bin ich wohl immer irgendwie mit der Rolle verbunden, egal was ich mache. Wenn man das 4-mal gespielt hat, verfolgt einen das natürlich. Doch ich habe kein Problem damit, von Jason Bourne verfolgt zu werden. Bourne, mein Name ist Heather Lee. Ich habe hier nicht das Sagen. Als Sie verschwunden sind, war ich nicht da. Ich sehe, dass Sie die alten Treadstone-Akten durchforsten. Ihre Vorgeschichte zurückverfolgen. Ich weiß, dass Sie etwas suchen. Lassen Sie mich helfen, es zu finden. Geben Sie mir das Telefon. Ja, Sir. Jason, hier ist Robert Dewey. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Jason, Ihr Vater war ein Patriot. Er hat all die Bedrohungen, die Amerika bevorstanden, erkannt und wie Sie hat er sich entschlossen, seinem Land aus tiefem Pflichtgefühl zu dienen. Dass Sie der CIA schaden, hätte er bestimmt nicht gern gesehen. Sie müssen damit aufhören. Und zwar auf der Stelle. Sie kämpfen, Sir. Wir müssen reden. 32 Tötungen. Die Menschheit ist sicherer durch das, was sie getan haben. Er hat Dinge gesehen. Er weiß Dinge. Was ist, wenn er gar nicht hinter uns her ist? Wenn es etwas anderes ist? Bankenkrise, Flüchtlingselend, maßlose elektronische Überwachung. Bourne ahnt, dass Patriotismus dafür die schlechteste Option ist. Sie werden niemals Frieden finden. Nicht, bis Sie sich selbst eingestehen, wer Sie wirklich sind.